Ernesto ist mein Bruder und Che ist mein Gefährte. Für mich ist das ein und derselbe Mensch. Er war ein strenger Mann, ein Revolutionär mit einem starken Sinn für das Politische. Ein Mann, der die Revolution wahrlich wollte. Che sah einfach klasse aus. Alle waren wie in ihn verliebt. Ich habe ihn nie tanzen sehen. Soweit ich weiß, hatte er Holzbeine. Er konnte nicht tanzen. Im Grunde genommen habe ich ihn nicht gekannt. Als mein Vater aus Kuba wegging, war ich 3 Jahre alt. Als er in den Kongo ging, war ich 3 Jahre alt. Warum er unsterblich ist? Für mich, für alle? Sein Name und sein Beispiel ergreift alle Menschen weltweit. Jahre ist Ernesto Che Guevara tot. In Havanna ist er dennoch überall gegenwärtig. Wie war der Rebell? Nur rigoros oder auch zärtlich? In diesem Haus in der Nuevo Vedado in der Calle 47 hat Che mit seiner Familie bis zuletzt gelebt. Hier wurden seine Kinder Aleda, Camilo, Celia und Ernesto groß. Auch seine Tochter Ildita aus erster Ehe. Das Haus beherbergt heute Büroräume des Centro de Estudios Ernesto Che Guevara. Sohn Camilo arbeitet hier, beschäftigt sich täglich mit dem großen Erbe seines Vaters. Che ist auch 50 Jahre nach seinem Tod immer noch eine öffentliche Person. Privat weiß man wenig über den Rebellen. Also habe ich höchstens so einzelne Schlaglichter, Bilder, von denen ich nicht genau weiß, ob ich das wirklich erlebt oder nur geträumt habe oder ob das von den Fotos kommt, von all diesen Sachen, die ich so aufgeschnappt habe im Laufe meines Lebens und die vielleicht meine eigenen Erinnerungen auch beeinflusst haben. Das Problem ist, also zunächst einmal arbeite ich ja hier im Studienzentrum und wenn ich hier mit Leuten über Che spreche, dann sage ich Che, damit ich nicht ständig von meinem Vater, meinem Papa sprechen muss. Das mache ich dann mehr in vertrauter Umgebung. Einer, der noch viele private Erinnerungen an Ernesto Che Guevara hat, ist sein Bruder, Juan Martín Guevara. Auch wenn die Brüder einen Altersunterschied von 15 Jahren trennt, haben beide viele gemeinsame Erlebnisse. Zum Beispiel waren wir beide in Hunde vernarrt. Es gibt ein Foto, schon als Che in der Sierra Maestra ist, sich hingelegt hat und Goethe liest, mit einer Zigarre. So, nicht wahr? Und hier ein Hund. Er schenkte mir einen Hund, den ich Jack London nannte. Das war Jackie, also diese Vernarrtheit in die gleichen Dinge, das war das, was uns verbunden hat. Ernesto Guevara wächst in einer Familie der oberen Mittelklasse in Argentinien auf. Seine Mutter Celia liebt Kunst und Literatur. Der Vater ist ein Lebemann. 1928 erblickt Ernesto in Rosario das Licht der Welt. Der Vater ist ein begeisterter Schmalfilmer. Hier einmalige Aufnahmen vom Familienleben. Ernesto bleibt nicht lange ein Einzelkind. Es folgen Schwester Celia, Bruder Roberto und Schwester Anna Maria.
Mutter Celia ist eine offene, freie Erziehung wichtig. Die Kinder werden nicht eingeengt, können alles ausprobieren. Bücher spielen im Haus Guevara eine große Rolle. Frühzeitig beginnen Ernesto und seine Geschwister alles zu verschlingen, was es in der Bibliothek zu lesen gibt. Von Jules Verne bis hin zu Jack London. Die Mutter nennt Ernesto immer zärtlich mit einem Kosenamen, Tete. Und Tete hat viel Temperament. Und das, obwohl er seit seinem zweiten Lebensjahr an schwerem Asthma leidet. Die Anfälle sind so stark, dass Ernesto zeitweise nicht die Schule besuchen kann, zu Hause von seiner Mutter unterrichtet wird. ...1943 wird sein Bruder Juan Martin geboren. Ernesto ist da schon 15 Jahre alt. Der kleine Bruder wird trotzdem ein enger Freund. Es gab zum Beispiel bei uns zu Hause nur ein Bad. Wir waren zu siebt. Das war also ein Problem. Nun, das Problem war nicht das Thema des Badens. Das Problem war, wenn er, Ernesto, mal auf die Toilette musste. Dann nahm er für gewöhnlich ein Buch mit. Dann setzte er sich hin und begann zu lesen. Und wenn jemand kam, klopfte, nichts. Er hatte das Kapitel noch nicht zu Ende gelesen und er macht weiter, bis er schließlich, um zu provozieren, rezitiert er zum Beispiel ein Gedicht. Und er rezitierte es dir auf Französisch. Und dann explodierte man, dann hieß es, komm sofort raus aus dem Bad. Eigentlich will Ernesto Ingenieur werden. Doch als er durch seine Großmutter Anna Isabel mit Tod und Krankheit konfrontiert wird, ändert er seine Pläne und beginnt ein Medizinstudium an der Universität in Buenos Aires. Ernesto unterbricht mehrfach sein Studium, um auf Reisen zu gehen. Ob mit dem Fahrrad, dem Motorrad oder der Eisenbahn. Er wird zum Weltenbummler. Schaut sich neben Argentinien auch das große Südamerika an. Zuerst Bolivien, dann Peru, Costa Rica, Kolumbien und Venezuela. Er hat einfach das Elend Südamerikas gesehen. Der ist hier losgefahren und hat gedacht, die leben alle so wie wir hier, obere Mittelklasse in Argentinien, Buenos Aires oder andere Städte. Und ist dann entgegengekommen. Das muss also absolut katastrophal gewesen sein. Und die Behandlung durch, Konzerne, Großgrundbesitzer, Sicherheitskräfte, Armee, das muss ihn sozusagen in der Basis zum sehr sozial denkenden Menschen gemacht haben. Seine Südamerika-Reise führt Ernesto Guevara im Dezember 1953 nach Guatemala. Dort lernt er die Peruanerin Hilda Gadea kennen. Und durch sie die Ideen des Marxismus. Er findet sie eigentlich nicht sehr schön, aber sehr interessant. Che sagt, sie hat ein Herz aus Gold. Sie findet ihn zu gut aussehend, um intelligent zu sein. Man denkt, dass die beiden nie zusammenkommen werden. Durch die intellektuelle Beziehung und die Komplizenschaft in den von ihnen geführten Kämpfen bildet sich eine enge Beziehung zwischen ihnen. Ernesto wird durch Hilda Marxist. Er wird von ihr und den anderen politischen Kämpfern von nun an Che genannt. Das Paar flieht infolge des gescheiterten Putsches von Guatemala nach Mexiko. Im Sommer 1955 wird geheiratet. Tochter Hilda Beatriz, Hildita genannt, wird im Februar 1956 geboren. Ernesto lernt im Sommer 1955 einen Mann kennen, der sein weiteres Leben bestimmen wird, den Kubaner Fidel Castro. Der plant eine Expedition nach Kuba, um den herrschenden Diktator Batista zu stürzen. Che schließt sich der Gruppe an und beginnt eine Guerilla-Ausbildung. Das erste Mal hält er ein Gewehr in der Hand. Die Gruppe fliegt auf, wird verhaftet und kurzzeitig inhaftiert. Fidel und Che teilen sich eine Zelle.
Fidel war ganz eindeutig ein Alpha-Mann. Che war da, glaube ich, intellektueller und ein bisschen zurückhaltender. Obwohl der sicherlich nicht mit seinen Erfahrungen hinterm Berg gehalten hat, aber er hat sich natürlich in der Masse von Männern, die alle in einer Kultur groß geworden sind, wo Rhetorik und sozusagen Auftreten in Männerdebatten, ja, und jeder spricht lauter als der andere und will den dann überzeugen und so weiter, da war er wohl nicht so der oberste Hahnenkämpfer, will ich mal sagen. Ernesto ist inzwischen verheiratet, Vater einer Tochter. Er verlässt Hilda, aber er denkt, dass er sie wieder treffen wird. Doch sein Schicksal ist nicht, Familienvater zu sein. Das ist nicht seine Zukunftsvision. Damals sind die Männer sozusagen die Großen in der Familie gewesen und die haben ansonsten gemacht, was sie wollten. Die Frau hat das in der Familie gemacht und selbst die fortschrittlichen Revolutionären, die hatten natürlich das Mutter-, Familien- und Hausideal der 50er Jahre. Also Frau zu Hause und Mann ist halt in der wilden Welt unterwegs und schafft normalerweise Geld dran. Aber mit Geld hat ja nur weder Castro noch Che irgendwas zu tun gehabt. Es ist eine Zerrissenheit, aber er wählt immer den Kampf. Auch wenn er hin und her gerissen ist, bleibt er nicht zu Hause in seinem ehelichen Leben. Er kann es nicht ertragen. Am 25. November 1956 machen sich der Arzt Che Guevara und Fidel Castro auf den Weg. Mit 80 weiteren Rebellen und der Yacht Gran Mar wollen sie nach Kuba. 8 Tage später landen die Rebellen auf der Insel. Sie werden schon von den Batista-Truppen erwartet. Es folgt ein Gemetzel. Nur 12 Rebellen überleben. Ches Familie in Argentinien ist voller Sorge. Erst der alte Kosename Tete gibt Mutter Celia Gewissheit, dass ihr Sohn noch lebt. Und wenig später erreichte uns ein kleiner Zettel mit seiner Schrift, auf dem so ungefähr steht, ich weiß es nicht mehr genau, ich hatte 7 Leben. Verlor 2, mir bleiben noch 5. Es geht mir gut. Und durch das TT wussten wir, dass er es war. Die 12 Rebellen ziehen sich in die Sierra Maestra zurück und stellen sich neu auf. Che übernimmt eine eigene Kolonne. Fidel Castro ist der Kommandant El Jefe, der Chef, und koordiniert alle Kampfaktionen. Aufgrund seiner Entschlusskraft und Durchsetzungsfähigkeit ernennt Fidel Castro Che am 21. Juli 1957 zum Kommandante. Der Kampf der Rebellen wird immer erfolgreicher, da sich immer mehr Bauern aus den umliegenden Dörfern als Kämpfer und Helfer anschließen. Darunter auch Alberto Castellanos. Er kommt als junger Mann auf eigene Faust in die Sierra Maestra und begegnet da Ernesto Che Guevara. Ich war also dort und dann war es so, dass er einen Chauffeur brauchte. Als wir die erste Stadt einnahmen und er einen Chauffeur benötigte, war ich der Einzige, der fahren konnte. Und so fing ich dort für ihn als Chauffeur an, als Chauffeur, Adjutant und Leibwächter. Und wir hatten ein gutes Verhältnis, ein sehr gutes Verhältnis. Alberto Castellanos ist immer an der Seite von seinem Kommandante. Auch in schwachen Momenten. Eines Tages sah ich ihn bei einem Asthmaanfall. Ich ging rein und sah ihn mit einem Asthmaanfall. Und das hat mich erschüttert, dass er den bekam, weil ich ihn sah, da wie er am Ersticken war. Und mir ging das durch Mark und Bein. Das ist das einzige Foto, was Che mit seinem Asthmagerät zeigt. Hinter ihm ein weiterer Leibwächter, José Mendoza Argubin. Es gab sehr viele Mücken und die Stiche haben seine Asthmaanfälle ausgelöst, also mussten wir ihn auf seinem Pferd festbinden. José Mendoza Argubin stammt aus der Sierra Maestra. Er ist 17 Jahre, Sohn eines Bauern, als er zu den Kämpfern stößt.
Er wird neben Alberto Castellanos, einer der vier Leibwächter von Che Guevara. Zwischen uns war etwas, obwohl viele Leute Angst vor ihm hatten. Viele hatten Angst vor ihm. Aber zwischen ihm und mir gab es nie ein Hindernis. Er war eine fabelhafte Person, eine normale Person. In der Sierra Maestra wird aus dem Arzt Che Guevara ein harter Kämpfer. Dieses Zahnarztbesteck, mit dem er im Dschungel die Rebellen von Schmerzen befreite, tauscht Che gegen eine Waffe ein und tötet Menschen. Ich nehme an, das macht schon irgendwas mit einem. Ne? Also wenn ich dann in bestimmten Situationen, A, weil ich Ausländer bin, B, weil ich sehr konsequent bin und C, weil ich einsehe, dass wenn ich sage, Verräter werden erschossen, eben jemand das auch machen muss, da ist er schon härter geworden. Zumal er ja ein sehr konsequenter Mensch in Bezug auf die Bekämpfung der eigenen Unzulänglichkeiten war. Jay ist nicht nur Kämpfer. Er arbeitet als Ausbilder, schreibt Tagebuch und gibt Interviews. Baut Radio Rebelde mit auf. Denn so können die Siege der Rebellen auch die Außenwelt erreichen. Er war ein großer Schachspieler. Schach ist ein aggressives Strategiespiel. Er hatte diese Aggressivität in sich, die aber durch seine starke, ausgeprägte, rationale Seite beherrscht wurde. Man muss sich mal vorstellen, der Mann war wirklich schwerst asthmakrank. Der konnte also, obwohl immer diese Heldentaten immer dann wieder beschrieben werden, dass die mit der Guerilla da rumgezogen sind und er als Asthmakranker immer versucht hat, er konnte nicht alles mitmachen. Das heißt, er ist in bestimmten Situationen eben auf solche Organisationsaufgaben, hat er sich sozusagen selber dazu verpflichtet und hat das in der Sierra Maestra schon gemacht. Wenige Frauen beteiligen sich am Kampf in der Sierra Maestra. Eine von ihnen ist Ella Margarita Gomez de la Guardia. Sie kämpft in der Kolonne 1 unter Fidel Castro, begegnet trotzdem Che Guevara. Bueno, él era cariñoso con las personas. Der Che, der war sehr liebevoll im Umgang mit den Menschen. Als ich zu den Rebellen kam, da fragte ich, was mache ich, wenn mein Vater mir verbietet, zu euch zu kommen? Und er sagte, mal sehen, was ich für dich tun kann. Der Che war ein toller Typ. An manchen Tagen begrüßte er uns alle eine nach der anderen und machte dann seine Späße mit uns. Die hübschen Frauen wurden von ihm geradezu gefeiert. Wie zum Beispiel Aleda March. Die junge Frau arbeitet als Kurierin zwischen der Stadt und den Rebellen. Doch ihre Tarnung fliegt auf. Und sie muss in der Kolonne 8 von Che Unterschlupf finden. Der verheiratete Rebell verliebt sich neu. C'est en fait par hasard. Rein zufällig fährt er mit dem Jeep die Straße entlang. Er sieht Aleda dort auf einem Koffer sitzen. Er sagt zu ihr, steig ein, und das war's. Jay musste nicht viel machen. Er musste sie nur in seinem Jeep mitnehmen, auf einen Hügel fahren und ihr die Sterne zeigen. Dort passierte es dann. Wir haben das vermutet, denn sie machten es sehr diskret. Ich habe gedacht, gut, wenn sie verliebt sind. Das war keine heimliche Beziehung. Ich wusste davon. Aber wir Aufständischen, wir waren ja sehr vorsichtig damit, über Persönliches zu reden. Zu tratschen, das war nicht unser Stil. Manchmal ließen wir sie auch allein. Wir ließen die auch mal allein, verstehst du? Sicher ist es da passiert. Aleda sagte später, ich bin in den Jeep eingestiegen und nie wieder ausgestiegen. Santa Clara. Die Stadt wird zum Wendepunkt der kubanischen Revolution.
Ches Truppe nimmt eine Bastion nach der anderen in der Stadt ein. An seiner Seite Aleda March. Sie kommt aus der Stadt, kann mit ihren Ortskenntnissen helfen. Sein Plan. Er will einen Panzerzug der Batista-Truppen vollgestopft mit Soldaten und Waffen sprengen. Dazu braucht er ein gewaltiges Hilfsmittel. Und das bestellt Che bei Aleda am Vorabend. Er brauchte dafür einige Dinge, unter anderem auch einen Bulldozer, eine Maschine, mit der man die Gleise entfernen konnte. Caterpillar wurde die genannt. Das war der Firmenname. Meine Mutter hatte von diesem technischen Ding keine Ahnung. Und sie verstand... Catre, Palas und Pilas. Also Feldbetten, Schaufeln, Batterien, und sie dachte, dass das auch nützliche Dinge seien und schrieb sie auf die Liste. Aber er hatte in ihrem Gesicht ein Zögern gesehen und bat sie, lies doch mal vor, was du da aufgeschrieben hast. Der Caterpillar ist dann doch da und die Rebellen können den Panzerzug erfolgreich entgleisen lassen. Die Schlacht ist geschlagen. Der Weg nach Havanna frei. Che Guevara erzielt damit seinen größten militärischen Erfolg. Stolz fotografiert er Aleda March vor dem gesprengten Panzerzug. Sie dagegen gibt ihm nach dem Kampf ein Stück Seife. Denn das Verhältnis zur Hygiene ist bei Che nicht das Beste. Ich habe mich 3 Monate nicht gewaschen und mit den gleichen Sachen, ohne sie zu waschen. Wir haben uns nicht gewaschen, das haben wir nicht gemacht. Doch Che, ganz im Gegenteil, er hatte die Angewohnheit, sich morgens zu waschen. Havanna. Diktator Batista flieht in der Silvesternacht aus Kuba und die Rebellen ziehen nach Havanna ein. Fidel Castro kommt am 8. Januar aus Santiago de Cuba dazu. Überall wird der Sieg gefeiert. Weiterhin an der Seite von Che Guevara, auch in Havanna, Alberto Castellanos, sein Chauffeur. Wir beide waren Erkunder, weil keiner von uns, weder er noch ich, Havanna kannte. Und so sagte er zu mir, lass uns hier entlang fahren, mal sehen, wo man da rauskommt. Und so fuhren wir auf Erkundung, in irgendeine Richtung. Wir lernten beide Havanna erst kennen. Das wird der neue Arbeitsplatz von Che Guevara, La Cabaña. Fidel Castro ernennt ihn zum Kommandanten der Festung. Aleda March ist weiterhin an seiner Seite, als seine Assistentin. Am 9. Januar soll Che zum Flughafen kommen. Es erwartet ihn eine Überraschung. Seine Familie aus Argentinien kommt in Havanna an. Ein Wiedersehen nach fast 6 Jahren. Meine Erinnerung ist die, meine Mutter rennt los, als sie ihn sieht, er war drinnen im Flughafengebäude, rennt und reißt Kabel mit sich. Denn zur damaligen Zeit brauchte man viele Lampen zum Filmen, reißt Kabel mit sich und alles. Und dann diese Umarmung dort nach so vielen Jahren, das war so, wirklich so, dass man das sieht und aufs Neue ergriffen ist. Nach minutenlanger Umarmung werden auch die anderen Mitglieder der Familie begrüßt. Schwester Celia, Vater Ernesto. Und auch Juan Martin. Der 16-Jährige im schicken hellen Anzug ist ebenfalls bei dem Besuch beim großen Bruder dabei. Nun, ich begegnete einem Kommandanten. Ich hatte Ernestito zurückgelassen und begegnete nun dem Kommandanten Ernesto Guevara. In dem Moment, da keine anderen Leute dabei waren, wurden wir wieder Brüder. Wenn Leute dabei waren, ging das nicht. Zum Beispiel hatten wir einen Spitznamen. Er nannte mich Tudito, von Pelotudito, was kleiner Scheißefresser bedeutet. Und ich nannte ihn dann Tudasso, also großer Scheißefresser. Das war so unsere Art. Ich
Ich konnte das doch nicht zum Kommandante sagen. Wenn wir aber allein waren, dann waren wir wieder Brüder. Die Brüder verstehen sich auf Anhieb prächtig, haben, wie schon zu Kindertagen, ihren herben Humor. Und dann, als ich Aleida an jenem Tag kennenlernte, sagte ich etwas zu Ernesto. Und ich weiß nicht, ob er es Aleida erzählt hat, aber falls ja, dann wird es ihr nicht gefallen haben. Aber als ich sie sah, wir machten damals immer unsere Späße mit der Sprache und ich sage zu ihm, Che, hör mal, die sieht ja aus wie eine Drossel. Da sagt er, wie? Ja, schmales Gesicht und dicker Hintern. Und später, wenn er mich sah, sagte er, die Drossel lässt dich grüßen. Festung La Cabaña. Hier verantwortet Ernesto Che Guevara als Kommandeur die Verfolgung von ehemaligen Mitgliedern des Batista-Regimes. Aber auch die Verfolgung politisch Andersdenkender. Auf seinen Befehl hin werden Umerziehungslager im Land eingerichtet. In Tribunalen wird politischen Gegnern der Prozess gemacht. Che unterschreibt Todesurteile. An seiner Seite Antonio Yibre. Mit ihm baut er den Geheimdienst Kubas auf. Die Männer kennen sich schon aus den Bergen der Sierra Maestra. Nun arbeiten sie in La Cabaña zusammen. Wir haben einen großen Arbeit. Wir haben wunderbar zusammengearbeitet. Ich war dort 3 Monate mit ihm. Wir organisierten auch Tribunale in der Provinz. Aber gearbeitet haben wir in La Cabaña. Und dort haben wir über die schlimmsten Verbrecher gerichtet, die Verbrecher der Diktatur. Die Prozesse wurden mit großem humanistischen Rechtsbewusstsein abgehalten. Wir haben viel gearbeitet. Ich habe nichts Schlechtes darüber zu erzählen. Da ist nichts, was wir bereuen würden. Ein Prozess ist sogar öffentlich. Im Sportpalast vor 17.000 Menschen. Angeklagt Jesus Sosa Blanco, Oberst der kubanischen Armee unter Batista. Und für 108 Morde verantwortlich. Das Tribunal wird live im Fernsehen übertragen. Ich meine, das entspricht nicht den juristischen Normen, die wir haben. Ne? Also wenn der Richter gleich der Staatsanwalt ist und sozusagen die oberste Instanz, die nochmal darüber beschließt, ist auch Che gewesen. Das entspricht natürlich in keinstem Falle irgendwelchen juristischen, legalen Normen, die wir hier haben. Er war der Auffassung, dass jeder in La Cabaña mindestens einmal an einer Schießung teilnehmen sollte. Che Guevara hatte kein Problem zu töten, wenn er einen Feind töten musste. Was ich sagen will, er hat es durchgezogen, aber er hat gemerkt, dass es mit ihm auch irgendwas macht. Also er war kein blutrünstiger Mensch. Ganz klipp und klar, nicht. Fidel Castro ist mit Ches Arbeit zufrieden. Er verleiht ihm die kubanische Staatsbürgerschaft. Fast zeitgleich kommt seine Ehefrau Hilda mit Tochter Ildita nach Havanna. Che muss sich privat entscheiden. Es war ihm furchtbar unwohl. Also einer Frau sagen zu müssen, jetzt ist es zu Ende. Und ein gemeinsames Kind zu haben und dann eben die Aleida steht sozusagen an der Tür dahinter. Und ihr dann zu sagen, also es wird wirklich nichts mehr. Aber ich denke, dass die Hilda Gadea eben Marxistin und diszipliniert genug war, eben durch ihre Mitarbeiter an der kubanischen Revolution, dass sie das dann irgendwann mal eingesehen hat. Aber Aleida war immer zu. Celoso como una perita, sagen die Kubanerinnen. Also eifersüchtig wie ein Hündchen. Che lässt sich von Hilda scheiden und heiratet auf der Festung La Cabaña 10 Tage später Aleida March. Er legte keinen großen Wert auf diese Heirat. Ich denke, es war aus politischer Sicht korrekt, sie zu heiraten. Korrekt. D'un point de vue politique, etc., de se marier avec elle. Il s'amusait beaucoup à ça. Diese Hochzeit war eher eine Posse und er hatte Spaß daran. Qu'autre chose pour eux. Mais ils se sont mariés, oui, effectivement. Mit bei der Trauung Chauffeur Alberto Castellanos. Et moi,
Und dann, als er heiratet, als sie die Papiere unterschreiben, damals hatte das Hochzeitspaar 2 Zeugen oder 3. Und die Zeugen von ihm waren Fidel, Raúl und ich. Mich hat das überrascht, denn ich war gerade dabei, einen Drink zu nehmen. Und da heißt es, komm her. Und ich, nein, wozu? Na, damit du hier unterschreibst. Gefeiert wird in Alberto Castellanos Haus. Viel Zeit hat das junge Paar für Flitterwochen nicht. 10 Tage nach der Hochzeit macht sich Che auf eine 3 Monate lange Reise in afrikanische und asiatische Staaten. Es geht darum, potenzielle Partner für Wirtschaftsverträge mit Kuba zu finden. Fidel hat ihm immer gesagt, nimm die Aleida mit. Ja, ihr werdet nie wieder eine Hochzeitsreise, ihr habt keine Hochzeitsreise, ihr werdet auch nie wieder eine machen, also nimm sie mit. Und er hat also strikt abgelehnt. Aber wer auf der Reise an seiner Seite war? Leibwächter José Mendoza Argwubin. Che war ein sehr gebildeter Mann. Und bevor wir andere Länder besuchten, hat er immer viel gelesen. Er wusste Bescheid über die Kultur, über das, was gerade wichtig war. Waren wir im Hotel, schliefen wir im gleichen Zimmer. Da wir im Krieg waren, konnte jederzeit etwas passieren. Ich habe keine Erinnerung daran, dass er, wenn wir auf Reisen waren, in irgendeinem Land Geschenke gekauft hätte. Aber wir besichtigten Fabriken. Che wird zum Leiter des Agrarministeriums ernannt. Er will die Agrarreform im Land vorantreiben, sein Bild vom neuen Menschen in Kuba schaffen. Er installiert eine Bewegung der freiwilligen Arbeitseinsätze, wo er sich selbst nicht schont. Im Agrarministerium steht er vor einem privaten Problem. Seine geschiedene Frau Hilda und die neue Ehefrau Aleida arbeiten in ein und demselben Gebäude. Auf der einen Etage arbeiteten Aleida und er und ein Stock darunter Hilda und Hildita, die ab und zu ihren Vater besuchte. Der wiederum hatte ein schlechtes Gewissen, seine Tochter verlassen zu haben. Und Hilda machte Aleida bei ihrer Sekretärin schlecht. Sie sagte, dass Aleida ihr den Ehemann weggenommen habe. Und Aleida vermutete, dass Hilda ihren Mann wiederhaben wollte. Es war also die Hölle für Che Guevara in dieser Zeit. Che hielt es im Ministerium kaum mehr aus und war froh, als man ihm die Stelle als Direktor der kubanischen Staatsbank anbot. Ernesto Che Guevara, der neue Chef der Nationalbank. Der Mann, dem Geld nichts wert ist, beschließt, dass die neuen kubanischen Pesos mit seinem Beinamen versehen werden. Also, ich meine, Finanzminister, also muss man wirklich, das ist ein eigener Typ Mensch. Und dann mit diesem leninischen Gedanken im Hintergrund, also der Staat muss auch von der Köchin regiert werden können, das ist im Grunde, bezieht sich das sozusagen auf praktisches Allgemeinwissen. Das funktioniert nicht. Ja, und da ist er gescheitert. Er ist eigentlich nie Beamter geworden, auch wenn er Leiter der Bank wird. Das scheint ein Witz zu sein. Doch damit nicht genug. Che wird auch noch zum Industrieminister ernannt. Ende 1960 geht er wieder auf eine lange Reise. Diesmal in die Sowjetunion. Und es geht nach China. Che führt Verhandlungen über Handels- und Wirtschaftsabkommen. Als er im fernen Asien weilt, kommt seine Tochter Aleida zur Welt. Er sieht sie erst einen Monat nach ihrer Geburt. Zeitmangel für die Kinder. Und das bleibt auch, als Sohn Camilo, Tochter Celia und Sohn Ernesto geboren werden.
Immer ist Che mit dem sozialistischen Aufbau Kubas beschäftigt. Von seinen Reisen schreibt er seinen Kindern regelmäßig Postkarten. In der Grundschulzeit, sogar noch in der weiterführenden Schule, ist es immer wieder vorgekommen, dass wir die Schulbücher aufgeschlagen haben. Und da waren dann Briefe abgedruckt, die an uns adressiert waren. An mich oder an meinen Bruder, an uns, seine Kinder. Und das waren wirklich gut geschriebene Briefe, immer mit einer Moral, einer Botschaft, die er vermittelt hat. Und ja, das ist natürlich sehr bewegend. Das waren jedes Mal sehr emotionale Momente, wenn man auf diese Weise einen Text zum ersten Mal las. Zum ersten Geburtstag von Camilo ist Vater Che anwesend. Es gibt für alle eine traditionell weiße kubanische Geburtstagstorte. Und trotz Verbot in Kuba Coca-Cola. Er hatte nicht viel Zeit, um Vater zu sein. Das hat er auch sehr bedauert. Sein politisches und öffentliches Leben erlaubte ihm nicht, oft da zu sein. Doch wenn er da war, war er sehr präsent. Er spielte mit seinen Kindern. Das ist das Los von Personen, die sehr beschäftigt sind mit politischen Kämpfen oder anderen Kämpfen. Vater Che, fehlt er? Die ganze Zeit über, immer. Ein Vater und dann auch noch einer, der so ist wie er. Das hat mir im Laufe meines Lebens oft wehgetan. Also klar, wenn du noch klein bist, noch jung, dann brauchst du diesen Rückhalt am meisten. Aber eigentlich braucht man immer die Liebe und die Zuneigung des Vaters. Dagegen immer an der Seite von Che die vier Leibwächter, seine kleine Familie. Die Männer leben mit im Wohnhaus. Ches Haus war auch unser Haus. Wir Soldaten haben im Haus geschlafen. Das war ein feiner Zug von ihm. Er kaufte vier Betten für uns. Außerdem aß er, was wir Untergebenen aßen. Und wo er sich hinsetzte, setzten wir uns auch hin. Und er lebte mit uns zusammen. Wenn wir im Haus waren, war es so, als ob wir seine Brüder oder seine Kinder wären. Es folgen Jahre voller Probleme für Che Guevara. Zuerst 1961 die Invasion der USA in der Schweinebucht, die erfolgreich zurückgeschlagen wird. Dann 1962 die sogenannte Kuba-Krise. Atomare Waffen sollen auf Kuba stationiert werden. Die Wirtschaftssituation wird aufgrund von Ches Planwirtschaft nicht besser, sogar schlechter. Auf einer Rückfahrt von seinen vielen Reisen gönnt sich Che im April 1964 eine kurze Auszeit in Paris. Er besucht den Louvre. Für ihn war Französisch sehr wichtig, denn seine Mutter hatte ihm Französisch beigebracht. Seine Mutter war fasziniert von Frankreich, von Paris. Als er in Paris ist, schreibt er einen Brief an seine Mutter. Ich bin endlich in Paris. Es war für mich ein lebensnotwendiges Bedürfnis, nach Paris zu kommen. Aus dem Louvre schickt Che seiner Aleda diese Postkarte. Meine Liebste, ich träumte davon, deine Hand im Louvre zu halten. Habe dich hier genauso gesehen. Und du bist da, ein wenig mollig, mit einem leicht traurigen Lächeln auf deinen Geliebten wartend, der weit weg ist. Küsse an alle und ein besonderer an dich. Marshal Tu Che. Er hätte davon geträumt, Dichter und Schriftsteller zu werden. Ich bin tief davon überzeugt. Schreiben gehörte für ihn zum Leben dazu. All seine Reisetagebücher und Kampftagebücher sind voller Notizen. Er liest und schreibt ununterbrochen. 1965.
Che hält eine Rede in Algier und äußert seinen Missmut über die Art und Weise der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Kuba und der Sowjetunion. Fidel Castro wird von sowjetischer Seite aufgefordert, diese Haltung so nicht stehen zu lassen. Am 15. März kehrt Che von der Reise nach Kuba zurück. Eigentlich will er seinen eben geborenen Sohn Ernesto sehen. Doch er muss sofort zu Fidel Castro. 40 Stunden soll das Gespräch zwischen beiden gedauert haben. Das ist die Frage, gab es einen wirklichen Konflikt? Möglicherweise. Also weder Che noch Fidel sind sich auch aus der Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und dem anderen gegenüber sind Konflikten ausgewichen. Möglicherweise hat es geknallt. Ja, wir wissen es nicht ganz genau, aber es deutet einiges darauf hin. Er wusste, was ihn erwartete. Ich denke, dass er sich schon entschieden hatte, Kuba zu verlassen. Der wird irgendwann mal die Faxendecke gehabt haben. Ich denke, dass Che das sagen konnte, was Fidel nicht durfte. Namentlich, was die Sowjetunion anging. Che hatte sich entschieden, das Weite zu suchen und Kuba zu verlassen. Er war ein freier Mensch und konnte sagen, was gesagt werden musste. Che schreibt nach diesem Gespräch an Fidel Castro einen Brief. Er bittet um die Entbindung von all seinen Ämtern und gibt seine kubanische Staatsbürgerschaft zurück. Zwei Wochen später wird aus dem Funktionär Che Guevara wieder der Kämpfer. Er geht in den Kongo, um dort die bürgerkriegsähnlichen Zustände für eine Revolution zu nutzen. Niemand kennt sein Vorhaben, auch seine Familie nicht. Damals war meine Mutter schon sehr krank. Sie war im Krankenhaus. Und weil er nirgendwo auftauchte, setzte sie alles daran, mit Aleida zu telefonieren, vom Krankenhaus aus, in dem sie sich aufhielt. Und Aleida sagt ihr, naja, dass er nicht da war, dass sie nicht weiß, wohin er gefahren war. Aufs Land, was weiß ich. Und meine Mutter war mit der Antwort überhaupt nicht zufrieden. Wo ist er? Wo ist Ernesto? Es bestand keine Aussicht mehr, dass sie den Krebs überwinden würde. Er war im Endstadium. Und nun, sie starb leider mit dieser Ungewissheit. Wo ist er? Was macht er? Warum taucht er nicht auf? Che scheitert im Kongo mit seinen Bemühungen. Die Kongolesen wollen keinen revolutionären Umsturz. Sein Selbstporträt zeigt das Debakel. Enttäuscht, abgehungert auf 50 Kilo, zieht sich Che 3 Monate lang in die kubanische Botschaft in Tansania zurück. Ehefrau Aleida eilt nach Dar es Salaam. Endlich sieht sie ihren Mann wieder, kann 3 Wochen mit ihm verbringen. Es war das erste Mal seit langem, dass sie wieder mit ihrem Mann zusammen war. Er durfte nicht rausgehen. Sie war mit ihm tagelang im Zimmer. Er war ganz für sie da und sie für ihn. Sie haben gelesen und vieles unternommen. Für sie war das die Verwirklichung eines Traumes. Im Juli 1966 kehrt Che nach Kuba zurück, aber inkognito. Sein Plan? Ein neuer revolutionärer Kampfeinsatz, diesmal in Bolivien. So wird aus Ernesto Che Guevara der Geschäftsmann Adolfo Mena. In seiner neuen Identität bereitet sich Che in einem Camp nahe Pinar del Rio vor. Selbst bei einem Treffen mit der Familie bleibt Che verkleidet, getarnt. Seine Kinder erfahren die wahre Identität von dem Freund mit der Glatze und Brille nicht. Er hat sich seinen Kindern nicht als deren Vater vorgestellt, sondern als Freund der Familie. Es ging ihm also nicht darum, dass ihn seine Kinder sehen, sondern dass er seine Kinder sieht. Irgendwann sagte die kleine Aleida, die Tochter,
Ich glaube, dieser Herr liebt mich. Unglaublich. Er besaß diese innere Zerrissenheit, gegen die er nichts tun konnte, außer wegzugehen. Das, was er für seine eigene Bestimmung hielt, war ja relativ fatalistisch. Er hat immer gedacht, also ich muss es machen. Wenn es keiner macht, muss es ich machen. Im November 1966 trifft Che Guevara alias Adolfo Mena in La Paz, Bolivien ein. Sein waghalsiger Plan? Von Bolivien aus soll sich sternförmig die Revolution in ganz Lateinamerika ausbreiten. Am Ende sogar in seine Heimat, nach Argentinien. Doch die Bedingungen für dieses große Ziel sind undenkbar schlecht. Che begleiten nur 15 Kämpfer aus Kuba und 14 aus Bolivien. Die indianischen Bauern wollen gar nicht befreit werden. Und die Freiwillige Armee der Kommunistischen Partei Boliviens bleibt aus. Auch der Nachschub aus Kuba. Che wird von Asthmaanfällen geplagt. Die Ausrüstung ist schlecht. Er und seine kleine Truppe sitzen in der Falle. 600 bolivianische Soldaten, trainiert von der CIA, jagen die Rebellen. Am 7. Oktober schreibt Che die letzten Eintragungen in sein Tagebuch. Einen Tag später wird er gefangen genommen. La Higuera, ein kleines Bergdorf. In dieses Schulhaus wird Che gebracht. Stolz lassen sich die Soldaten mit dem ausgemerkelten Che fotografieren. Schnell, ohne Prozess, soll das Todesurteil ausgeführt werden. Ein einfacher Soldat erschießt Che. In dieser Jacke. Am Folgetag wird Ches Leichnam in die Provinzstadt Valle Grande überführt und für jeden zur Schau gestellt. Seine Hände werden abgehackt und zusammen mit dem Tagebuch nach Havanna geschickt. Plötzlich haben Camille und seine Geschwister keinen Vater mehr. Die Nachricht von dessen Tod, nach 50 Jahren eine blasse Erinnerung. Ich hatte eine Version und die habe ich irgendwann mal meiner Mutter erzählt. Und ihre Version war eine ganz andere. Also entweder erinnert sie sich nicht richtig oder ich erinnere mich nicht. Und ich rede nicht drüber, solange ich mir nicht sicher sein kann, ob es stimmt, was ich da erzähle. Solange bleibt es für mich nur eine mögliche Version der Geschichte. Für meine Schwester ist der Tod schrecklich. Der Tod ist auch für meinen Vater schrecklich. Sie reagieren sehr ähnlich. Für mich, ich kann nicht sagen, dass es irgendeine x-beliebige Sache war, aber ich war in gewisser Weise darauf vorbereitet. ...1997 werden die Gebeine von Che Guevara und die der anderen kubanischen Kämpfer am Rande des Flughafens von Valle Grande in Bolivien entdeckt und exhumiert. Wenige Wochen später, im Oktober 1997, werden ihre Überreste in das eigens geschaffene Monumento in Santa Clara überführt. Für Kuba ein großer Staatsakt. Also Teile der Familie, auch meine sogar, waren nicht einverstanden mit dieser Umbettung der sterblichen Überreste. Aber gut, die Mehrheit der engsten Angehörigen wollten